Der kleine schwedische Junge Nils Holgersson ist in einen kleinen Zwerg verwandelt worden, weil er so frech war. Er war mit einem Schwarm Wildgänse auf dem Weg nach Lappland. Aber jetzt ist er alleine und fühlt sich sehr einsam. Plötzlich erkannte Nils den Adler. Aber das ist doch Gorgo, der Adler. Jetzt habe ich dich doch noch gefunden, Nils. Lass uns zusammenfliegen und Akka und den Schwarm Wildgänse einholen. Ich kann nicht. Ich habe dem alten Clement versprochen, nicht ohne seine Erlaubnis vorzugehen. Clement fischt hier ganz in der Nähe. Lasst uns zu ihm hinfliegen. Ich habe dich so vermisst. Da unten ist das Boot von Clement. Rufe ihn. Ich möchte gerne fortfliegen und meine Freunde treffen. Ich möchte dich nicht unglücklich machen, kleiner Zwerg. Fliege ruhig, wenn du Heimweh hast. Dankeschön. Vielleicht sehen wir uns ja eines Tages wieder. Sie flogen sehr weit, bis hin zu der Gegend, wo das Land mit Schnee bedeckt war. Sieh mal da unten. Der alten Frau ist kalt. Und da hinten, da ist ein Pferdewagen. Hey, Bauer! Bauer, kannst du mich hören? Der Bauer schaute nach oben und faltete seine Hände. Gott, du hast mir einen Engel gesendet. Was willst du von mir? Ich bin kein Engel. Ich brauche deine Hilfe. Eine alte Frau geht alleine die Straße dahinter dir längs. Nimm sie in deinem Wagen mit. Das Pferd lief vergnügt weiter. Es war ja nicht mehr weit bis zum Dorf. Nils und der Adler sahen von oben, was passierte. Bauer, wirf das Fass vom Wagen. Verstecke dich darunter und halte aus, bis die alte Frau Hilfe geholt hat. Die Wölfe waren böse und hungrig, aber das Fass hielt stand. Leute mit Gewehren kamen aus dem Dorf gerannt. Es war höchste Zeit. Das Leben des Farmers war in Gefahr. Zwei Kinder kamen mit den Bewohnern vom Dorf gerannt. Ein Bewohner des Dorfes warnte die Kinder. Das ist zu gefährlich. Schaut, was da drüben passiert. Die Dorfbewohner lachten darüber, wie der Bauer die Wölfe ausgetrickst hatte. Die Kinder waren genauso glücklich. Und dann hatten die beiden eine Idee. Sie nahmen die Abkürzung über den zugefrorenen See. Nils bemerkte die Kinder, wie sie über das Eis glitten. Das Eis ist dünn. Es wird sie nicht halten. Das Eis bricht, aber habt keine Angst. Ich sage euch, wie ihr das Ufer erreicht. Springt, habt keine Angst. Halt, halt! Ihr müsst mit Anlauf springen.
Zum ersten Mal in seinem Leben war Nils traurig, dass er sich nie mit anderen Kindern angefreundet hat. Jetzt hätte er bestimmt viel Spaß dabei gehabt, mit ihnen zu spielen. Nach ein paar Stunden Flug kamen Gorgo und Nils an einen See, an dem ein Schwarm Wildgänse Rast machte. »Wir sind da, Nils!« Der Adler hatte nicht vergessen, dass er sich mit Arka, dem Anführer des Schwarms, im Streit getrennt hatte. »Gorgo, so kannst du nicht verschwinden. Akka, sag, dass du ihm nicht mehr böse bist. Es war meine Schuld, einen jungen Adler wie eine Wildgans großzuziehen. Bitte verzeihe mir, Gorgo.« »Du bist, was du bist. Aber das muss ja nicht bedeuten, dass wir keine Freunde sein können.« »Wie schön ist es, bei denen zu sein, die einen lieben.« Da fielen ihm seine Eltern wieder ein. Wird er sie jemals wiedersehen? Aber im Moment trugen ihn die Wildgänse weit in den Norden, weiter und weiter, den ganzen Weg nach Lappland.